Schon der. Im, ne? Innenspiegel, der fährt ja schon wie ein Psycho, der überholt gleich. Genau, da weißt du schon, der überholt gleich. Und dann kann ich mit dem Jan jetzt einmal, können wir das Ganze kurz mal mit Emotionen im Straßenverkehr besprechen, Jan. Also pass auf, Jan, das ist wie so ein Spiel. Du machst hier mit Leertaste, Start und Stopp. Wir reden mal darüber, wie das für uns ist als Fahrlehrer und wie du das so siehst, was die da so machen und was das mit Emotionen im Straßenverkehr zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz aktiv. Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht. Ich bin mal gespannt, wie du da so drauf reagierst. Okay, ich soll jetzt einfach wieder Play machen, ja? Genau, du machst Play. Und wie lange lasse ich Play? So lange, bis du dich erschrocken hast, dann drückst du wieder Stopp. Was mich nicht erschrecke. Dann ist das gut. Eure Videos. Moin Leute, ich begrüße euch zu Folge 107 und wir beginnen diesmal mit einem Knalleffekt. Oh. Ja, ja. Ein LKW-Reifen ist geplatzt. Ja, ja. 9 bis 10 Bar. Was? Hui. Was hast du da gesagt? Warte, irgendwer ist da, glaube ich, online. Sag mal ganz kurz hier. Ein Teufel von Haus bist du, kleine Scheiße. Was hast du gesagt? Hast du eine. Ja, ja, da diskutiert irgendwer zu Hause. Auch gut. So, da sind wir wieder. Hast du sowas schon mal gesehen, so einen Reifenplatzer? Das ist verdammt laut. So ein Reifenplatzer. Hab ich noch nie mitgekriegt beim LKW. Alter, das ist scheppert. Geil ist auch, wenn so ein Teil auf einmal auf der Autobahn liegt. Boah, das ist übel, das glaube ich. Halt die Leertaste, halt meine Finger lieber an der Leertaste. Da kommt schon wieder irgendwas, wo du. Erst freut man sich, dass man reingelassen wird und dann kommt sowas. Ui! Jetzt hätt's fast gescheppert, ey. So, willst du darüber reden, oder? Yes. Guck mal, Y-Food. Ja, 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 der hat da auch irgendwie so ein Deal mit denen. Ja. Ja, und die Frage ist halt, wie bringst du sowas den Fahrschülern bei? Weil die sitzen ja da und denken immer so, ja. Hatte ich heute noch in der Fahrstunde. Wir waren zweispurig geradeaus. Und ja, war das ja auch. Und wir waren in der linken Spur. Und weil ich irgendwann rechts abbiegen wollte, und so wird der Prüfer das dann auch machen, wir können ja von der linken Geradeausspur nicht auf einmal rechts abbiegen, habe ich gesagt, wir wollen demnächst rechts abbiegen. Einfach nur schon mal so als Hinweis. Ja. Das war noch so ein bisschen. Ja. Und da kam gerade so eine Linksabbiegespur und da waren wir schon so zur Hälfte durch. Und auf einmal haute sie den Blinker nach links und wollte gerade einfach so fupp nach links rüberziehen. In der Fahrstunde. Ah, gut. Und dann hat sie aber zum Glück auch noch geguckt, es war noch alles cool, sie ist rübergegangen. Und dann standen wir da an der Ampel und ich gucke sie so an und sie mich. Und ich so, sie so, das war jetzt aber ganz schön kurzfristig. Ich so, was habe ich denn gerade zu dir gesagt? Sie so, ja, demnächst wollen wir rechts abbiegen. Ich so, okay. Und was machen wir jetzt gerade? Ja, jetzt stehen wir hier, aber ich war ja schon zur Hälfte an der Spur vorbei. Ich so, okay, wo stehen wir denn? Ja, hier, ach, scheiße. Genau. Also es kommt tatsächlich häufiger vor. Alter. Der kommt einfach rüber, ey. So. Toter Winkel. So. Und zu wem schickst du das jetzt? Die Clips in der EU-Ausstrahlung. Verstehst du? Ich zensiere die Kennzeichen. Fertig. Schon wieder so viel gequatscht. Die Ampel ist grün, wir holpern mal los. Und haut dir auf die Finger. Oh. Ah, herrlich, oder? Tut einem doch weh. Ist aber auch blöd gemacht, also jetzt mal im Ernst. Die Vielfahrer da draußen auf den Straßen, wie zum Beispiel LKW-Fahrer oder Sprinterfahrer und sowas, Vertreter, das sind normalerweise die Profis da draußen auf den Straßen. Aber naja, Trottel hast du natürlich überall. Alter, willst du mich verarschen? Also so. Und wenn du dann als Rollerfahrer da ankommst. Boah, da bleibt nicht viel von deinem Auto über, wenn der dich mitnimmt, seit dich. Nee, boah, und dann die ganze Karre voller Schweine, ey. Sauber. Ja, das ist aber auch... Bitter. Also ich sag mal, toi, 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 wir als Fahrlehrer, dass wir da noch nicht so... Wir haben halt die Augen auch überall, ne? Also ich würde, selbst wenn wir grün haben, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber von rechts würde ich schon nochmal ein Auge werfen, ob da... Also wenn du so ein LKW, so 40 Tonner da ankommen siehst. Ja, das ist ja schon. Ja. Jesus. So leichtsinnig ist jedenfalls kein Profi. Kann nicht sein Ernst sein. Er ist extra noch links rübergezogen. Die Ampel ist kaputt und die Polizei regelt den Verkehr. So, Pascal fährt auf der Linksabbiegerspur, will links abbiegen, wie er es jeden Tag macht. Und normalerweise hat er ja als Linksabbieger an der Stelle Vorfahrt, beziehungsweise es kommt kein Gegenverkehr, sagen wir es mal so. Heute aber nicht. Heute kommt der Gegenverkehr. Ja, also ich weiß, ich weiß auch noch. Oh. Ach Mann, ey.
Das ist auch so ein Moment in der Prüfung, wo du dir denkst, Käse. Warum bremst der nicht? Warum fährt der? Ja, da kannst du als Fahrlehrer auch so oft, du willst mit dem Fuß wackeln. Kannst du, hey, aber na. Ja, machen wir weiter, gucken wie weit. Skandinavien. Nee, das ist übrigens eine Situation, da dürft ihr auch hupen. Ja. Ich würde nur hupen, wenn dann wie gefällig, oder? Stehen da, schlecken das Salz von der Straße und freuen sich des Lebens. Was um die rum passiert, ist vollkommen wurscht. Ja, wohin jetzt? Ich weiß nicht, welches Land das ist. Nordpol oder so? Wohl nicht, ne? Schweden? Keine Ahnung. Aber kann mir mal einer bitte erzählen, was die da für komische Halsbänder tragen? Und wieso es nicht alle tragen? Weiß das jemand? Sollst es glauben, mitten in der Tucht sitzen sie auf der Straße und halten ihren Kriegsrat. Geil. Oh, da war ein Treffen. Aber sie haben zumindest noch mal eben mit der Lampe gewartet. Weißt du, auf dem Dorf ist aber die Welt in Ordnung. Es gibt ja solche und solche Paketdienste. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo man wohnt. Also bei uns kommt, egal welcher Paketdienst, alles an. Noch nie Probleme. Ist dir schon mal aufgefallen, diese Paketdienste, ne? Ja. Man sieht kein Auto mehr, was unzerschrammt ist von denen, ne? Also ich frage mich manchmal, wo die den Führerschein gemacht haben, die auf den Dingern drauf sitzen. Das ist mir aufgefallen, die sind alle Schrott. Ich habe noch nie einen Paketdienst. Man guckt ja auch als Fahrlehrer sich die Autos an. Da ist nicht ein Auto ohne. Probleme gehabt, verschwindet nichts, keine Ahnung. Kommt wohl auf die Region an. In der Großstadt kann ich mir vorstellen, dass es teilweise sehr anders sein kann. Aber UPS möchte ich behaupten, ist eins noch der seriösesten Unternehmen überhaupt, oder? Sag mal, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, was der sich hier für einen Schrott zusammenfährt, ne? Also, da ist er in dem Laden aber irgendwie falsch. Moment, das klang jetzt ein bisschen komisch. Mit dem Fahrstil ist er aber in jedem Laden falsch. Ich mag behaupten, der ist gerade hier seine WhatsApp am. Ich zeige euch das ab hier schon, damit ihr diese komische Kreuzung seht. Aber überholen am Zebrastreifen, wie doof ist das? Nein, da kommt jetzt nicht von hinten einer, oder? Nein. Ernsthaft jetzt? Und dann mit dem Kind auf dem Zebra. Da könnten doch die Sheriffs mal zu viel stehen, oder? Das frage ich mich dann nicht mehr. Warum steht da noch mal Sheriff? Ja. Hier passiert so viel auf einmal, das was gucken wir uns einfach normal an und danach langsam. Gehen raus. Oh, er dringelt schon von hier. Schön, ja, sauber. Ja, da ist noch Platz. Ah, das ist dieser vom Anfang. Jetzt sieht es schlimmer aus übrigens. Du, wenn man diesen vor, was vorher war, das sieht dann weiß man schon, was passiert. Weißt du, was ich meine mit der Bremse? Ja. Da muss man auch bereit sein. Wenn ich mich nicht erschrecke, ja genau. Ich ziehe mir ab und zu mal so eine Folge rein und ich denke, das kann doch nicht sein. Boah. Ja, wie viel Abstand außerhalb geschlossener Ortschaft? 2 Meter Sicherheitsabstand zu Fahrrädern. Was 2 Meter? Mann, ey. Ja. Ich kann was? Überlege, ob ich irgendwie den leicht Zurückspuler treffe. Ich will nicht zu weit zurückspulen. Ich mache nochmal hier hin. Hier passiert so viel auf einmal. Das gucken wir uns einmal normal an und danach in langsam. Ich mal die Leertaste, dass wir reagieren können. Ja, würde ich jetzt. Weil du siehst ja da schon, der. Im Innenspiegel, der fährt ja schon wie ein Psycho, der überholt gleich. Genau, da weißt du schon, der überholt gleich. Der zieht gleich schon rüber. Dann kannst du schon. So. Da. Ei. Das ist schon eine Situation, wo du eigentlich denkst, Schachmatt. Der vor dir zieht raus. Du siehst. Der hinter dir auch schon. Boah. Also ich würde komplett abbremsen, raus. Also allen Luft machen, damit die wenigstens eine Chance haben. Weil, also, was willst du denn noch machen jetzt? Ja, im Grunde kannst du jetzt nur auf möglichst rechts in deiner Spur bleiben und runterbremsen. Was willst du machen? Genau, lass den hier den Kamikaze von hinten durchziehen. McFinn schreibt und dann fährst du danach gemütlich dran vorbei. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Auch der Fahrradfahrer könnte eventuell sich an der nächsten Ampel aufregen, falls er die Autos nochmal wieder sieht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er da irgendwie eine Beule ins Dach haut oder so. Der ist bestimmt vor Schreck ins Feld da gefahren, oder? Crazy, ey. Ja, schmeiß nochmal an, Alter. Sieht man den eigentlich noch im Rückspiegel?
Ja, wie gesagt, du kannst da nur. Also was, ja, wenn du gerade gesehen hast, der will rüber, bremst, lass den vorbei und dann fährst du danach gemütlich an dem Fahrrad vorbei. Aber ja, also ich meine, ich bin auch kein Fan von, also ich Rennrad auf der Straße finde ich sowieso immer schon gefährlich. Aber das jetzt? Das ist schon... Der dreht sich auch noch um. Also das ist sau... Guck mal, wo der fährt. Ja, genau. Der ist mal eben schnell ins Feld gefahren. Genau. Jan-Ulrich ist schon im Gemüse. Das wollte ich nämlich wissen. Sieht man den noch? Ja, guck mal, das ist Was soll er noch zeigen? Ja. Jetzt durch mit der Nummer. Krass. Scheiße. Er hat ja auch seine Sicherheits... sind das 1,50 Meter? Schanni, außerhalb geschlossener Ortschaft ist jetzt mittlerweile so, es müssen 2 Meter sein. Früher waren es 1,50, jetzt sind es 2 Meter. In der Stadt 1,50. Da das aussieht wie eine Landstraße. Und das ist nicht 1,50. Genau, das ist nicht 1,50. Das auch nicht. Nein. Das auch nicht, nein. Aber das ist ein gutes Beispiel, ja. Also und auch nicht aus 1,50 von euch aus, sondern 1,50 von der Außenseite ganz rechts von eurem Auto. Also wo noch der Beifahrer sitzt und noch Außenspiegel und so. Ab da dann... Egal. Genau. Das ist auf jeden Fall guter, mäßiger Abstand. Ja, der Typ, der ist jetzt mal durch. Der steigt erstmal ab. Wow. So, was da los? Ganz vorne der rote PKW zieht auf die linke Spur, weil er den Fahrradfahrer überholt. Der Bulli zieht auch auf die linke Spur. Von hinten zieht aber gleichzeitig der Touareg raus. Und das ist crazy. Genau, deswegen muss man halt vorher, bevor man den überholt, auch wenn man sieht, der geht schon rüber, muss man trotzdem halt den rückwärtigen Verkehr erstmal beobachten. Ist so. Dass man dann sieht, okay, der zieht raus, okay, lass ihn rüber, ich bleib rechts, lass den vorbei und dann gehe ich danach dann rüber. Ja, ja, ja. Und gucke auch erstmal, ob kein Gegenverkehr kommt, weil... Nur einfach dem hinterherziehen ist halt auch gefährlich, ne? Versucht da alle zu überholen. Der Blaue, also unsere Kamera, guckt in den Spiegel und so, was macht denn der komische Touareg da? Guckt nach hinten Touareg also quasi und sieht nicht, dass vorne der Fahrradfahrer ist. Also knapper kann es echt nicht mehr sein. Nee. Aber im letzten Frame möchte ich sogar noch behaupten, Kevin hat angehalten. Ja, ist auf jeden Fall fair. Oh, alles bremst. Was ist da los? Ah, ein Polizeiauto blockiert die Autobahn. Jetzt sieht wahrscheinlich der Verkehr wird runtergeregelt auf eine langsame Geschwindigkeit. Da liegt bestimmt was auf der Straße. Ja. Reifenteile? Bestimmt Reifenteile. Würde ich mal so vermuten. Fährt man dann langsam hinterher. Polizei. Sehr gut mitgedacht. Ein Videoclip entsteht. Musik können wir auf YouTube absolut nicht gebrauchen. Musik aus. Ach, und Sascha freut sich. Falls das einer nicht kennt, diese Oberleitungen da auf jeder Seite, da sollen elektrische Laster drunter herfahren. Machen auch 3, 4, höchstens 5 Stück sollen es wohl werden oder so. Dafür haben sie jetzt hier für Millionen diese Teststrecke aufgebaut und die klinken sich dann da ein, die LKW, und fahren elektrisch weiter. Ja. Ja. So. Ja, obwohl schon vorgespult ist, ein unbefriedigendes Video. Es passiert nichts, die Polizei fährt ihre langen Linien und das Video hört plötzlich auf. Aber ich dachte, komm, nimm's mit rein. Hat noch längst nicht jeder gesehen, sowas. Mittlerweile gucken aber auch einige Fahrschulen unsere Videos hier. Und von daher, schöne Grüße an alle Fahrschüler. Lasst euch von solchen Videos, also jetzt im Ganzen, was auf diesem Kanal zu sehen ist, nicht beeinflussen. Wir sehen nur einen klitzekleinen Bruchteil. Millionen oder Milliarden andere Fahrten werden pro Tag abgespult, die alle wunderbar verlaufen. Ne? Also dieses hier sind immer nur die Ausnahmen. Genau, aber es ist für uns halt auch wichtig, dass wir euch diese Ausnahmen zeigen können. Weil viele Fahrschüler, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das so, sagen dann ja immer, aber wofür soll ich hier einen Schulterblick machen? Da war doch keiner. Warum soll ich da noch mal gucken? Da ist doch nichts. Ja. Und denen dann, also wir können ja nicht als Fahrlehrer, können wir ja nicht warten, bis so eine Situation entsteht, weil dann ist es zu spät. Ihr habt ja den Fahrradfahrer gesehen, dann bist du da. Genau, das beste Beispiel ist ja gerade mit dem Fahrrad. Der vor dir geht schon an dem vorbei. Ja, warum soll ich jetzt gucken, was von hinten kommt? Der eine ist auch schon drüben. Genau, weil er auf einmal neben dir ist. Genau. Und der kommt. Ja. Crazy. So, jetzt sind wir aber gleich durch, ne? Lasst euch davon nicht einschüchtern. Nicht einschüchtern. Sie kommen von rechts, du fährst nach links und dann kommen sie von links auch noch. Wie fies ist das? Alter! Einmal kurz losgepupt und weiter geht's. Wie ist das eigentlich? Ist das in der Straßenverkehrsordnung geregelt? Darfst du als Fahrradfahrer die Hand raushalten und sofort rüberziehen? Ich meine, du musst ja zumindest mal gucken, ob da noch Autos kommen oder was. Aber dürfen die das? Ich meine, sie machen es klar, aber dürfen die das? Dürfen die das? Die hat einfach rüber ohne Klotten, ey, ohne. It is what it is, Freunde. So,
Da haben wir uns eine schöne Folge reingezogen. Ich mach das Ding mal wieder kleiner hier. Flip.